Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000best TV. Wir sind für euch wieder mal auf der Suche. Wir suchen Naked Bikes, die fürs halbe Geld ja den doppelten Fahrspaß bringen. Und das suchen wir gemeinsam für euch bei Hess Motorrad hier in der Schweiz. Und mit dabei ist der Fauli, der Dennis und ich. Und einer von den Kamerakollegen fährt auch noch mit 4 Motorrädern. Suchen wir uns jetzt aus und geben für euch Gas. Kommt mit! Hallo Fino, servus, schön wieder zu sehen. Hey Nils, herzlich willkommen bei Hess Motorrad. Wir kennen uns ja jetzt schon aus, wir waren, ich weiß nicht, schon einige Male hier. Wir haben uns letztens gesehen, glaube ich, auf der Swiss Moto. Korrekt. Und wenn man wo beginnt zu plaudern, gibt es immer zuerst über das Wetter, so Wetter Smalltalk. Wir hatten bei uns einen tollen März, einen guten Februar, aber einen verregneten Mai. Wie war es bei euch hier? Richtig kacke. Also kalt, grau, einfach auf Berndeutsch gesagt scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Aber heute, hey, Jungs, blaue Störung mit gelber Kugel. Was wollt ihr noch mehr? Ja, das ist kein Zufall. Weißt du, wir sind Katholiken, wir bringen das gute Wetter mit. Gut, habt ihr gebeichtet. Alles klar, ja. Super Sache. Aber wir sind jetzt nicht wegen dem Wetter da natürlich, das ist auch toll. Nein, wir sind wegen 4 Motorrädern hier. Finnes Problem ist das, Sie haben ja schon gesehen, da gibt es ja wahnsinnige Auswahl bei euch. Yamaha, Ducati, Harley Davidson, wirkliche Traummotorräder. Aber wir möchten Geheimtipps ausfindig machen. Naked Bikes, die... Es ist immer schwierig zu übersetzen. Fast so leiwand fahren wie die neuen, also dufte, bärig, wie auch immer, ja. Aber halt gebraucht sind und deswegen nicht so teuer. Und jetzt müsstest du uns mit deiner Erfahrung da helfen und eurer Auswahl, dass wir halt 4 so wirklich charismatische Dinger haben, weiß nicht, auf alle Fälle mal was, was richtig mächtig beschleunigt. Hast du da was bei dir im Portfolio? Aber klar doch, natürlich. Die Ducati Street Fighter, ja. Einmal Gas geben, die fragt nicht die Großmutter. Das geht dann fort und alles. Und ja, gibt lange Arme. Nein, dann gehen wir dorthin, gehen wir mal nach, hier rauf oder die Wendeltreppe? Ja, oder? Wir gehen da mal die Spirale zum Glück hoch, nicht wahr? Und schauen uns das mal an. Ja, aber die Ducati Street Fighter, du meinst, dass die so richtig heftig beschleunigt? Ich hätte es eher vom Gefühl her gesagt, dass die Street Fighter so ein designorientiertes, richtig Brutalo-Bike ist. Und du meinst, dass das auch richtig geile Beschleunigungswerte hinzaubert? Ich denke schon, also wenn du dort am Hebel rechts drehst, ja, dann gibt es lange Arme, wie gesagt, und auch die Bremsen, also da reichen dann 2 Finger, also dass die Beschleunigung und auch das Stoppen geht. Du darfst eigentlich nicht vergessen, das ist eigentlich wie eine nackte 1098er, oder? Und das war noch nie ein Kind der Traurigkeit. Ja. Und Fauli, du kennst ja doch auch gut aus mit diesen ganzen historischen Dingen. Jetzt ist dieses Street Fighter eigentlich ja noch immer aktuell, weil es ja keinen Nachfolger gibt. Es gibt nichts Besseres von Ducati in der Liga, oder? Ja, es ist ja auch nichts Historisches. Ich meine, das ist ja noch immer ein Wahnsinn. Na, aber man wartet ja schon ewig auf diesen V4 Street Fighter Ableger, aber kommt nicht. Sie lassen uns hängen. Und ich muss sagen, der Street Fighter hat man, wie er rausgekommen ist, da haben alle gesagt, oh, ganz was Orges, ganz. Von der Optik her hat es mir damals nicht so taugt, dafür vom Fahren her. Und jetzt taugt es mir aber optisch auch schon. Jetzt warten wir mal, wie es ausschaut. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Habt ihr eine leibende Farbe für uns, oder? Ja, klar. Rot. Rot ist einfach. Ducati darf immer rot sein. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen, oder? Und hier seht ihr schon, gewisse Auswahl haben wir. Und ja, die Ducatis, die sind da natürlich ganz hinten. Hier haben wir natürlich auch ein wunderbares Exemplar, Sport 1000, wird schon fast ein bisschen rar. Ja, da muss ich jetzt aber gleich nachfragen. Also die, da gibt es die Paul Smart und die Sport 1000 habt ihr ja auch. Die sind relativ, wie soll ich sagen, also die kosten ja noch einiges an Geld, sind die jetzt schon so Sammlerstücke geworden? Ja, ich denke, das sind Motorräder, die zukünftig guten Werterhalt haben werden, auf jeden Fall in der Schweiz, oder? Vor allem, wenn noch das Originalmaterial da ist und nicht so viele Kilometer drauf sind. Also schon einfach Motorräder, die das Herz erfreuen. Ja. Ich bin sie damals gefahren, es war die
Paulsmart die Herausforderung, dass es recht unangenehm war. Also massentauglich war es, glaube ich, nicht von der Position der Lenker, oder? Ah, weißt du, das ist wie im Leben. Schönheit muss leiden. Das ist halt wie früher. Da wirst du über den Tank richtig gestreckt, oder? Und musst du dann halt männliche Handgelenke hinzaubern. Brauchst du ein bisschen zu trainieren. Aber das geht schon, das geht schon. Gut, entweder ist der Fino ein Weltklasseverkäufer oder urharter Bursche. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube mal ersteres Fino, oder? Na, unbestritten sind es ganz mächtig. Ah, da stehen's. Hey, das sind ja zwei. Alter. Ja, natürlich. Ja, klar, oder? Street Fighter, ein wunderbares Teil. Sieht eigentlich auch ein bisschen so aus, wie sie fährt. Einfach ein bisschen geduckt, recht hohes Heck, aber trotzdem eine kommode Sitzposition. Also ich denke, ja, lassen wir den Worten Taten folgen. Das Gas ist rechts. Okay. Dennis, komm mal zu uns bitte. So, Dennis, ich glaube, du fährst da privat eine S1000R oder eine Doppel-R, was fährst du? Eine Doppel-R fahre ich. Eine Doppel-R. Genau. Ja, und jetzt sowas für die jungen Zuseher, ich glaube, als Ducati Street Fighter ist immer noch ganz was Imagegeladenes und immer noch was extrem Edles und Schönes, oder? Ja, das sehe ich absolut genauso. Vor allen Dingen hier jetzt preislich auch mittlerweile deutlich attraktiver, glaube ich, für jüngere Zielgruppen. Von daher, optisch muss ich sagen, sieht es total modern aus. Sehr gut. Die werden wir mitnehmen, Fino. Batterie ist voll, alles passt. Gibt es irgendwas? Ist voll, Luft ist drin, Benzin ist voll, also alles für euch, ja. Ja, ja. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Ducati Street Fighter, faktenvoll, ich weiß nicht, ob du schon die technischen Daten noch im Blick hast, aber kann die leistungsmäßig, performancemäßig, wie ich es anmoderiert habe, mit einem aktuellen Power Naked Bike mithalten? Kann das einer Super Duke oder einer S1000R folgen? Das gilt es jetzt irgendwie herauszufinden. Ich glaube, die hat 156 PS oder so. Dieser desmotromische V2, damals, wie ich sie fahren durfte, war das eine, wo ich mir schon gedacht habe, bist du deppert, das geht mörderisch ab. Also das ist richtig arg angeraucht. Ob das noch immer so ist, weil wir ja jetzt eben 180 PS Naked Bikes schon gewohnt sind, unter Anführungszeichen. Ja, wir haben herausfinden, oder, bei der Fahrerei dann später. Wenn wir jetzt rausfinden, und jetzt ist so viel, nur eigentlich muss ich gestehen, ich habe bei euch auf der Gebrauchbörse geschaut und da habt ihr, weiß nicht, 200-300 Okkasionen drinnen und haben mir gedacht, als ich dir die Steilvorlage liefere, ich suche was, was richtig beschleunigt, sag's mir sofort, ich bin BMW K1200, weil das ist ja durch den langen Radstand eine wahnsinnige Beschleunigungsmaschine, oder? Dem ist so. Bis heute geht eigentlich richtig ab, sehr stabil. Eigentlich für die Zeit damals schon richtig toll, elektronische Helferlein. Halt Kardan, rundum Sorglospaket, nie irgendwie Kette schmieren, nie Kette putzen. Optisch, naja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber sicher ganz, ganz klar ein ganz tolles. Die wird schon etwas anders angekündigt wie die Street Fighter, also man sieht, wo dein Herz schlägt. Na, aber ich stehe drauf, also wenn du es mit einem Gewissen vereinbaren kannst, würde ich mir die gerne mal ansehen, ist das okay? Nein, die kannst du auch fahren und wenn du nicht mehr loslassen kannst, sitzt du bei mir hin, machst das Kreuzchen auf dem Vertrag, die kannst du nach Hause nehmen, importieren nach Österreich, kein Problem. Fühl dich frei, also ja, ganz klar. Schauen wir uns an, die 1200er, weil beschleunigungsmäßig muss die Form mit dabei sein. Faktenvoll, ich weiß, dass du noch auswendig, die hat für damalige Verhältnisse, für ein Naked Bike, spektakuläre Leistungsdaten gehabt, oder? Ja, also ich glaube, ich habe mich jetzt bei der Ducati schon vertan, 148 PS ist angeschrieben, aber ich glaube fast, dass von Ducati mit ein bisschen mehr angegeben wurde, aber wurscht, die BMW 167 oder 163, die nackerte, glaube ich, 163 PS. Org, Wahnsinn. Org für damals, war lange Zeit unerreicht in den Naked Bikes, gell? Genau, und da ist zuerst diese S gekommen, die K1200S, die ja dann nachher K1300 wurden, und dann diese K1200R, ja. Und dann diese R Sport mit der Halbverkleidung. Also ja, ich finde auch ein Viech mit dem langen Ratschen, ich finde von der Seite... Gehen wir da eh richtig viel hoch, das muss es sein. Sie schon auf dem roten Teppich bereit zu neuen Schandtaten. Hä? Ah, das ist ja die Sport mit Halbschale. Mörder! Eigentlich ein leimender Sporttourer. Bistepper, das wird leimend. Das ist die R. Das muss jawohl, Alter. Das muss auch. Na, nicht besser, Volle. Ja, 163. Ich meine, das da... Ist ein Prachtkerl, das wird mächtig fahren, oder? Na, das ist vor allem so ein richtig leimendes Beschleunigungsbike. Durch den langen Radstand bleibt da die sicher unten. Das geht mörderisch. Die hat auch einen Komfortsattel, Nils, für dich. Ja, also ich bin mir sicher, ich erhebe jetzt eine Wette. Ich sage, dass er mit dem
der Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin draußen auf der Straße mit dem ähnliche Beschleunigungswerte hinlegen kann, wie mit einer aktuellen Tono, wie mit einer aktuellen Super Duke. Also die mit den 163 PS, da steht es, oder 2690 Kilometer. Was ist da für noch? Nein, was ist das? Wie soll ich sagen? Da hat es einfach halt jemand gekauft, oder? Irgend so ein Direktor, der mehr, Fantasie als Zeit hatte oder sich die Zeit nicht nehmen wollte. Und hey, die schreit nach einem neuen Zuhause, kommt und nehmt sie mit. Die will gefahren werden. Das ist ein Fahrzeug. Okay, wie lange hast du das schon stehen im Schauraum? Nicht ein Stehzeug. Zu lange. Die muss einfach weg. Die ist pro Jahr 200 Kilometer gefahren worden. Das ist ja viel zu viel. Jetzt werden wir jetzt den Schnitt einmal heben. Ihr habt im Archiv noch Videos und Tests von mir, wie ich die K1300 getestet habe. Davor, wie es die rauskam, haben wir noch keine Videos gemacht. Von der war ich schon begeistert. Also ich bin gespannt und ich bin mir sicher, nach dem Video reißen sie dir aus den Händen, weil für 10.000 Franken kriegst du sonst keine Maschine, die solche Beschleunigungswerte hinkriegt. Das könnt einen drauf lassen, darf man nicht sagen, aber könnt Gift drauf nehmen. Ja. Ja. Und ganz klar, oder? Wie immer bei Hess Motorrad, ab Service, ab MFK und ein Jahr Garantie. Volle Garantie, wie Werksgarantie. Also drauf sitzen, fahren. Freude muss man noch selber haben, aber sonst alles dabei. Sehr gut, da geben wir Gas. So, jetzt haben wir zwei Motorräder. Und jetzt ist so, es ist natürlich schon, du hast gesagt, schöner liegt im Auge des Betrachters. Und BMW ist damals auch in der Zeit ein bisschen in Kritik gestanden, dass ein bisschen zu langweilig waren. Jetzt möchte ich am Motorrad mal sehen, wo wir sagen können, das ist absolut klar, dass jeder sagt, das ist ein wunderschönes Naked Bike. Wo niemand sagen kann, das ist nicht schön, sondern wo eine einheitliche Meinung ist. Was ist sowas? Welches Naked Bike mag jeder und kann man sich leisten? Also bei uns ist die Speed Triple halt so ein bisschen ein Dauerbrenner. Oder? Von den Fahrleistungen sicher nicht ganz so weit oben, aber dafür von der Fahrbarkeit einfach wirklich bis heute in der Top-Liga. Wir haben hier eine limitierte R, die können wir sonst gerne auch noch schnell anschauen. Wo waren die? In welcher Richtung? Gehen wir dann hier vorne schnell. Ich kenne mich mit diesem Sondermodell nicht aus. Faktenfalle, weißt du, von was da die Rede ist? Irgendeine limitierte... Na, ist das diese 94? Ja, knapp 140 PS hat sie. Ja. Aber das macht nichts. Ihr werdet sehen beim Testen, die rollt gut mit. Und halt, Das ist eine Augenweide. Ja. Das ist eine Augenweide, Bursche. Schaut euch das an. Das ist ein Wahnsinn. Also da kann niemand sagen, Design ist Geschmackssache. Es gibt wohl keinen Naked-Bike-Fahrer, der nicht sagt, das ist wunderschön, oder? Mir taugt die ehrlich gestanden extrem mit den gelben Felgenbändern. Das ist etwas, das ist glaube ich ureinfach, das zu machen. Und ich bin so ein richtig primitiver Typ, der dann sofort auf sowas anspringt. Oh, die Felgenbänder, mir taugt es voll. Aero-Auspuff, oh, das ist super. Die ist urschön. Aber warte mal, ich habe da jetzt kurz Bedenken. Ist das ein neues Motorrad? Das ist ja dieser, wie viele Kilometer hat die drauf? 500 oder was? Nein, die hat 6900. Ja, weißt du. Ist im Wohnzimmer gestanden, oder? Ja, gut, ja, der hat schon viel gefahren für die Verhältnisse, sagen wir. Aber der war auch sehr zufrieden damit, hat einfach halt die neue RS geholt. Und die ist halt auch wirklich gut. Also da kann man sagen, was man will. Aber diese ist halt irgendwie schon auch ein bisschen speziell in dieser Form und in dieser Farbe in R 8 Stück in der Schweiz und dann Feierabend. Was, wirklich? Ja. Schwarze hat es noch ein paar und normale auch, aber in der R in dieser Farbe 8 Stück. Also, ist einfach geil. Ja, und jetzt ist so, du musst denken, 10.990, was kriegst du neu von einem neuen Naked Bike, wo die Leute so hinknien, wenn du ankommst und man so leiwand fährt? Also echt leiwand, oder? Die Alternative zu einem neuen Motorrad. Ja, vor allem, weil ich ja finde, dass die aktuelle Speed Triple sich zwar schon weiterentwickelt hat, vor allem die Elektronikpakete, die drauf sind, aber das Grundwesen ist in der eh schon drinnen. Ja? Also wenn du das Speed Triple haben willst, um den Preis, in der Schweiz ist leider, die heißen Okkasionen. Ne? Das ist bei uns wirklich eine Okkasion, ist immer was billig, also billig ist der falsche Ausdruck, aber einfach ein leiwander Preis. Also ich hoffe, dass die gut fährt. Die fährt eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Also was man bei den Triumph wirklich sagen kann, sie haben das Motorrad wirklich vom ersten Reihen 3 Speed Triple eigentlich konsequent weiterentwickelt, ohne eigentlich den Charakter zu verwässern oder zu verraten. Ist halt immer einfach noch ein rotziger Reihen 3er, der ein bisschen frech tönt, oder? Und auch richtig abgeht. Aber wenn man dann sagt, ja, okay, jetzt cruisen, oder? Einfach einhändig, fünfter Gang rein, schnell ins Hotel, zack, Gepäck,
in die Ecke, ab in die Bar, oder? Das ist, also kann man wirklich alles machen mit dem Ding. Ja. Sehr gut. Und Dennis, es ist so, du bist ja noch der Jüngste unter uns. Bist du schon mal einen Dreizylinder gefahren? Ja, bis jetzt einmal. Ach so, was bist du denn gefahren? Ich bin auch eine Speed-Triple gefahren, tatsächlich. Ja. Okay. Etwas neueres Modell, aber ich muss sagen, ich finde, die nehmen sich von der Optik auch nicht allzu sehr. Also ich bin echt erstaunt. Wenn kann man sich anschauen, könnte man wahrscheinlich so noch glatt im Laden vermuten, finde ich. Ja. Vor allen Dingen von der Hochwertigkeit der Komponenten bin ich auch total überrascht. Und die Einarmschwinge ist halt ein absoluter Hingucker. Und das ist, wie wir auch vorher gesagt haben, jetzt sind wir total unterschiedlich vom Alter und von unserer Motorradhistorie. Aber das sagt doch jeder, das ist wunderschön, gell? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, man muss grundsätzlich mit den Scheinwerfern, muss man sich so ein bisschen, arrangieren mögen, die muss man arrangieren damit, genau. Aber ansonsten, wenn man Triumph mag, Speed Triple mag, dann ist die zeitlos, die Maschine. Absolut. Ja, gut. Ja, und jetzt fehlt in einem Quartett, ich muss immer nachrechnen, ich habe nicht so ein großes Gehirn, ja, ein Quartett. Jetzt fehlt uns, Fino, ein ganz klassisches japanisches Naked Bike mit, wie soll ich sagen, mit dem besten Performance zu Preisverhältnis. Was hättest du denn da im Laden? Also dann würde ich gerne die Yamaha FZ1 vorstellen. Hat immerhin noch 150 Sachen, oder? Pferdchen, die eigentlich da an der Kette reißen. Und in meinen Augen zum Fahren und auch optisch irgendwie sehr würdig gealtert und ein bisschen unterschätzt. Also. Würdig gealtert, so werden wir uns jetzt in Zukunft vorstellen, vor allem wenn wir in 10 Jahren noch immer bei 1000 PS hakeln. Faktenfolge und Nils, würdig gealtert, aber mit vollem Einsatz für euch da. Danke, Fino. Ja, wo ist die FZ1? Welche Himmelsrichtung? Ein bisschen hier noch. Und altern in dieser Zwischenzeit würdig beim nach rübergehen. Wir werden besser wie der Wein. Japanisch unscheinbar auf den ersten Blick. Wenn wir gleich vorbeigegangen, gell? Ja, aber mir gefällt sie, oder? Und sie fährt sich einfach wirklich halt auch toll. Und Preis-Leistung, oder? Du kriegst da für mickrige 6.790 Franken, oder? Kriegst du da natürlich ein Motorrad, das sich gewaschen hat. Und sagt mir dann, wenn ihr zurückkommt. Aber ich glaube, bis heute kann man mit denen einfach ganz gut mitschwimmen in der Nakedbike-Szene. Das war das Kriterium für unser Video. Und ich bin mir sicher, die eine fahren, sehen es genauso. Die 150 PS werden auf der Landstraße reichen, dass du mit den aktuellen Powernägeln ums doppelte, dreifache Geld mithalten kannst. Faktenvoll, mit welcher Grundeinstellung gehst du an die FZ1 ran? Also mir hat sie damals schon sehr gut gefallen, dass das etwas pummelige Heck, also ich will das nicht negativ meinen, sondern es ist eher so etwas Rundliches. Auch der einzelne Frontscheinwerfer, auf alle Fälle hat mir die Nackerte immer viel besser gefallen als die mit der Verkleidung, die habe ich eher so, das sind richtige Tourer-Bomber, aber die hat mir schon gut gefallen und mit dem Motor der R1, da habe ich mir halt auch gedacht, das ist schon interessant. Als Vierzylinder, klar, das verlangt immer mehr Drehzahl als alles andere und bei den Yamahas war es immer besonders so, dass man hochtourig fahren muss, um da wirklich Power zu kriegen. Ich kann mich jetzt nicht mehr so recht erinnern, wir werden es jetzt dann bei der Fahrerei sehen, aber ich glaube, dass das trotzdem 150 Pferde noch immer zeitgemäß ist. Also was soll es nicht zeitgemäß sein? Das ist super eigentlich. Okay, und Fino, jetzt ist so, jetzt haben wir 4 Motorräder relativ schnell gefunden, ein schönes Spektrum. Was sagst du, was fehlt noch? Fehlt, wenn man diese Bandbreite jetzt anschaut, um auch den Geschmack von euren Freunden da ein bisschen wiederzuspiegeln? Was würde dir jetzt fehlen? Ja, das ist jetzt eigentlich noch richtig schwierig. Also fehlen... Wir haben Ducati, haben wir irgendwas... Weiß ich nicht, die Buell hatte die das letzte Mal was da... Hey, danke, dass du das sagst. Die Buell, das ist eigentlich, wie soll ich sagen, das ist schon etwas, ja, eigentlich böse gesagt, ein Schüttelbecher für Verrückte. Aber irgend so ein komischer Designer, ein Freak von Amerika, hat einfach den Arsch, einen V2 in ein Chassis zu hängen, worin das Benzin sich befindet, Öl in der Schwinge, kurz, innenliegende Bremse. Hast du irgendwas da? Ja, klar, gern wir schauen. Ihr wisst, dass vielleicht die Stammgäste, es tut mir immer wahnsinnig leid, weil es gibt nämlich Leute, die haben eine große Freude mit den Buells, aber ich bin ein bisschen technokratisch. Und als Technokrat hast du halt selten ein richtig gutes Testurteil für so ein Buell, weil es halt schon Charakter viel hat, wenn man so sagen, oder? Es hat Charakter, aber schau, das ist genau der Punkt. Schön, dass du das ansprichst, das ist genau der Punkt. Wir haben jetzt Motorräder, die sind technisch auf einem so hohen Standard. Du hast elektronische Helferlein, du kannst, ja, was fehlt noch? Noch Kaffee rauslassen, oder was willst du, irgendeinmal, oder? Und eine Buell, ja, da musst du halt dann
die männlichen Unterhosen anlegen und das hat noch Charakter und da musst du eben noch fahren. Erzähl mal, was hast du in dem Bio. Und wir haben halt auch Kunden, die wollen das wieder. Die brauchen das nicht. Die sagen ABS, scheiße, oder? Brauche ich nicht. Ich fahre selber. Die Fahrlehrer, die Politiker, die werden mich jetzt alle. Nein, lieber die. Entschuldigung, die. Die hat dann den Charakter, die ist auch ein bisschen schön umgebaut und ist einfach halt auf ihre Art halt wirklich bis heute was Spezielles, oder? Ich denke, ja, wenn du hier da ans Treffen fährst mit sowas oder am Eis, bei euch ist die Eiskaffee-Eisdiele, abstellst, dann Eissalon, dann musst du nicht alleine Eis essen. Da kommt sicher jemand diskutieren, oder? Und so. Aber ich gebe dir recht, riesen Schüttelbecher, sehr viel Charakter und musst wissen, was du machst, oder? Ist nichts für Nasenbohrer, ganz, ganz klar, oder? Aber dann dürfen wir es nicht mitnehmen, oder? Nasenbohrer sind wir auf alle Fälle. Aber was sagst du? Nein, das passt schon. Wir schneiden nie was raus, Fino. Ja, gesagt ist gesagt. Selber schuld. Aber ich weiß nicht, könnte man eins von den anderen jetzt da lassen? Weil ich sage mal, wir wollen ein Video haben, wo wirklich viel Beratungscharakter auch drin ist, wo viele Leute sagen, okay, danke für den wertvollen Tipp, das kaufe ich mal. Es ist eine Nische, oder? Wie wir jetzt hergegangen sind, habe ich mir gedacht, ich hoffe, es ist eine 12er und keine 9er, weil die taugt man nicht. Die ist mir halt tatsächlich zu schwach. Die 12er reißt schon mörderisch an. Aber jetzt vom Optischen her, sage ich einmal, ich muss mich dran gewöhnen, aber so vom Fahren her finde ich es urlein. Und dass die Bremse so arg reinfährt, diese Felgenmontierte da, das ist ja auch wieder so eine typische Eric Buell-Geschichte, dass er unbedingt diese Bremse da drauf haben wollte, damit es halt anders ist als alle anderen. Wie du sagst, der Sprit im Rahmen. Ich habe nämlich unlängst mit mir erklärt, ja, die hat das Ölreservoir in der Schwinge oder im Rahmen, dabei ist ja der Sprit auch im Rahmen, ganz arg. Ja. Bildungsfernsehen beim Fauli. Ha? Wolltest wissen, ich würde die Bayerische da lassen. Na Alter, die Bayerische reißt Urleimand an. Zum Glück bin ich der Chef. Da gibt es jetzt wieder mächtige Diskussionen dann in den Kommentaren, weil wir müssen jetzt eine mitnehmen und ja, mit meinen imperatorischen Fähigkeiten werde ich das machen. Du, Dennis, Jungredakteur, schau mal her. Bist du schon mal Buell gefahren? Bist du sowas? Ja, einmal bin ich. Was, wirklich? Gefahren. Du bist schon alles gefahren? Ja, du hast ja gerade erst den Führerschein gemacht. Nein, die bin ich gefahren, weil die hat ein guter Kollege von mir. Und muss sagen, das ist so ein Motorrad, da habe ich echt Respekt vor. Die hat halt so arges Drehmoment, wenn man damit losfährt. Und die Bremse vorne, die haut so stark rein. Also dann kein ABS. Das ist so ein Motorrad, da habe ich echt Respekt vor. Ja. Also ich würde natürlich gerne die Buell mitnehmen, ja. Aber wenn er es jetzt nicht richtig traut, ich habe das gehört. Also nicht, dass ich die gemütliche Bayerische bevorzugen würde. Aber Dennis, ich habe da vollstes Verständnis nicht, dass da was passiert. Für einen jungen Redakteur nehmen wir natürlich die Bayerische mit und ich gehe da komplett wertfrei jetzt an die Sache ran. So muss dieses Aussucht komplett wie heißt das Gegenteil? Wie fällt der Name nicht? Demokratisch, da war ja was. Gibt es bei euch sowas auch, oder was? Ja, nein, da, also jeder darf jeder, also uns reut's nicht, fahrt das Zeug, bis die rauchen, Reifen rauchen. Also haben wir also kein Problem, ist alles für euch, also ist schon gut. Und wenn wir zum Treffen fahren, können wir auch immer anhalten und ihr könnt ein bisschen abwechseln, habe ich kein Problem. Ja, Jungs, ist eine Rüdenparty heute, keine Mädels mit dabei. Dann werden wir jetzt losfahren. Wir werden jetzt die Motorräder ausparken, hier ja die schwierige Sonderprüfung darunter fahren. Schauen wir mal, was wir überleben und ob die ersten Motorräder schon aussortiert werden. Und dann fahren wir gemeinsam zu einem Motorradtreffen. Was erwartet uns da? Das ist der Gornickel. Das ist eigentlich einer unserer Hausberge. Einfach Kurven, eigentlich nur geil. Außer wenn irgendein blöder Rundhütler dort steht mit einem komischen Wagen. Aber die sind heute sicher nicht da. Dort fahren wir mal hoch, könnt ihr noch ein bisschen testen, eine feine Wurst essen. Manchmal hat es auch sehr, sehr viel interessante Motorräder vom Publikum. Und selbstverständlich könnt ihr einfach alles auch untereinander austauschen auf dem Weg. Wir fahren sicher eine Stunde. Passt, dann kommt's mit, das machen wir jetzt. Ja, war jetzt eine mörderische Ausfahrt. Heute, glaube ich, der erste Sommertag des Jahres 2019. 34 Grad unten im Tal und darauf eine wahnsinnig tolle Kurven hat's. Und jetzt sind wir beim TÜV-Treff am Gurnigel. Angeblich, wir sind das erste Mal da, jeden Dienstag um 17 Uhr treffen sie, na, was werden das sein, Fauli? Was glaubst du, 60, 70 Leute sind so da, oder? Ich kann das nicht schätzen. 1-2 viele ist so meine Rechnung. Ja. 1200, ja. Ja, eine wirklich schöne Umgebung. Nur schlechte Nachrichten haben wir auch für euch.
Eine klare Antwort haben wir natürlich nicht jetzt rausgefahren für euch, weil die Geschmäcker sind wie immer verschieden. Aber wenn ihr wissen wollt, welches Motorrad wirklich leiwand fährt, um einen halben Preis wie ein aktuelles Power Naked Bike, dann lauscht einfach jetzt meiner Stimme. Weil ich sage euch, Alter, diese BMW K1200 Sport, Alter, na, bleibt jetzt ernst, Burschen. Also das ist eine komplette Fahrmaschine und ich fühle mich überhaupt nicht zurückversetzt in einer Zeitmaschine, sondern dieses Fahrwerk. Du schwebst über den Asphalt wie auf diesen Star Wars Raumgleitern. Wahnsinniger Fahrgenuss. Okay, ich gebe zu, sie ist ein bisschen stabil geraten, die Maschine. Du hast aber dieses elektronische Fahrwerk. Den Knopf habt ihr sicher nicht gefunden, Burschen. Ja, gell? ESA, elektronisches Fahrwerk mit dran. Eine wahnsinnig stabile, eine wahnsinnig komfortable Maschine. Und wenn man Spaß im Sattel haben will, drehst den Gasgriff um und da rührt sich echt was im Sattel. Ich sag's gleich, für mich der absolute Favorit. Windschutz ist in jenem Maß vorhanden, dass du sagst, du hast einen leimenden Windschutz. Und ich würde sagen, das wäre jetzt so eine günstige Alternative zu einer aktuellen KTM 1290 Super Duke GT. Also ganz klarer Kauftipp von mir. Fackenfaule, ich weiß nicht, du hast vorher schon raushängen lassen, dass das jetzt nicht wahnsinnig vom Hocker haut. Und du bist da leider nicht meiner Meinung, oder wie? Wo soll ich anfangen? Wo darf ich aufhören? Oder wo muss ich aufhören? Ich könnte jetzt stundenlang über die vier Radeln reden. Es war wirklich leiwand. Also für mich ist die gemütlichste die Yamaha Fazer. Aber wir sind jetzt bei der BMW, bitte. Genau, ich habe es gewusst, weil die BMW für mich einfach nicht in Frage kommt. Es tut mir leid, Nils. Es sind einfach die anderen drei schon eng beieinander, aber die BMW ist ein voller Ausreißer für mich in die touristische Linie. Das ist mir da auf dem Bergpass irgendwie, ja, jetzt muss es nicht geben. Du bist es ja die ganze Zeit, du wolltest halt die BMW nicht, na, dann fahre ich halt. Die dauernd unter den Nagel gerissen den Schlüssel. Man muss wirklich sagen, wenn du mal jetzt eine Maschine, wenn du jetzt sagen würdest, nimm da eine von den Vieren und fahr 600 Kilometer langgezogene Landstraßenkurven, auch Autobahn die Hälfte, nehme ich fix die Bayerische. Das ist das gemütlichste Motorrad. Und wie du sagst, ESA-Fahrwerk und man muss sagen, eine Ganganzeige im Cockpit. Das ist die älteste von den Vieren hier, 2007er Baujahr, Ganganzeige drinnen. Also BMW war schon sehr fortschrittlich, muss man sagen. Und ja, für Langstrecken das Allerleibendste, aber wir sind da am Pass jetzt drauf gefahren. Ich meine, hallo, da brauche ich das wirklich nicht. Radstand 1580 mm. Hallo, das sind 100 mehr als die nächste lange sozusagen. Es ist ein Schlachtschiff und ich habe es schon, wie wir durchs Geschäft gegangen sind, bemerkt, dass das einfach ein elendslanger Radstand ist und dementsprechend stabil ist das Ding. Es ist wirklich stabil. Also mit anderen, wir sind da eine Runde gefahren, an einer Stelle hat es so ein leichtes Schlagloch gegeben, wo schon der Schotter rausgeflogen ist. Mit allen bin ich irgendwie so drüber gerutscht, mit der BMW drüber gefahren, nix, null. Okay, also das Resümee ist, es ist die Beste. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Ja, die Beste für dich. Okay, passt. Ja, Dennis, jetzt bist du unser neuer Jungredakteur, übrigens aus Berlin. Du sorgst ein bisschen für mehr Sprachkultur bei uns auf 1000best.tv. Losgefahren sind wir bei Hess Motorrad und mit den vier Motorrädern, jetzt du als Jüngster im Feld, kannst du da, wie soll ich sagen, meinen Argumenten ja, ein bisschen folgen oder bist dann doch eher auf dem Fauli seiner Linie? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da eher bei Fauli. Aber was mir bei der BMW gut gefallen hat, ist ganz klar der Motor. Also die Leistung hat man auf jeden Fall gespürt. Gerade oben rum fand ich, kam ein gewaltiger Punch. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Dadurch, dass sie so einen langen Radstand hat, war sie auch super stabil, ja, gut kontrollierbar. In den Kurven fand ich, hat ein bisschen Dynamik gefehlt, ehrlich gesagt. Da habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt bei der Maschine. Aber klar, die Technik, ich glaube 2007 war das, gell? Dafür ist die Technik an Bord schon super. Und Heizgriffe natürlich BMW-typisch dürfen nicht fehlen. Ja. Heute jetzt unnötig gewesen, aber immer nice to have. Aber ich muss auch schon ehrlich sagen, ist nicht mein Motorrad gewesen. Ja. Mir hat auch die Bremse überhaupt nicht gefallen. Ich fand, die war sehr schwammig vorne. Das Fahrzeug insgesamt hat mir nicht so gut getaugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du, ist kein Problem. Beim Heimfahren, die Gewitterwolken ziehen auf. Könnt ihr dann die anderen haben? Ich fahre dann nach Hause mit der BMW. Und eins muss ich aber schon sagen, Dennis, du bist beim Losfahren, habe ich gemerkt, du fühlst dich nicht ganz wohl. Jetzt beim Pass, es wurde immer besser. Also sicherlich ein Motorrad, wo man relativ lange Eingewöhnungszeit hat, oder? Ja, sehe ich genauso. Hast du völlig recht. Am Anfang sehr schwierig gewesen, gerade auch mit dem Schleifpunkt zu arbeiten, fand ich, war nicht ganz so super. Aber später mit der Zeit ist dann besser geworden. Fängt das an zu pieseln, ne? Da ist auf jeden Fall besser geworden. Hat aber so eine gute 20, 30 Minuten auf jeden Fall gebraucht, bis man da ein bisschen reingekommen ist, finde ich. Dann schauen wir mal weiter. Ich will es jetzt wirklich nicht negativ bewerten, aber es ist jetzt, ich glaube, wenn man sagt, japanische Hausmannskost,
Ist diese FZ1 vielleicht das, was man sagen darf, weil es doch ein zugängliches, gutes Motorrad ist, ohne echte Schwächen, Dennis? Ein guter Allrounder um wirklich auf leistbare Kohle. Ich finde, das ist absolut einsteigerfreundliches Motorrad für 1-Liter-Klasse. Top zu handeln, Fahrwerk total angenehm, verzeiht Fehler, Bremsen sind in Ordnung. Insgesamt Triebwerk hat mir auch gefallen. Leistung kommt ein bisschen spät, um ehrlich zu sein. Ich glaube, maximales Newtonmeter, Drehmoment liegt so bei 8000 Umdrehungen an, 106 Newtonmeter müssten es sein. Mit 150 PS insgesamt, auch mit einer der stärksten Maschinen, hat man nicht so ganz gemerkt, ehrlich gesagt. Da schon eher Kritikpunkt bei der Maschine, aber insgesamt trotzdem, auch mit dem Preis, ich glaube 6.800 Franken waren es gewesen, ne? Also ganz klare Kaufempfehlung, finde ich, Budget-Bike-Winner heute. Ja, ist so ein 1000er-Bike aus Japan, ist natürlich auch immer ein Garant für Qualität und kann von der Motorleistung her durchaus mit den modernen Motorrädern mithalten. Ich persönlich muss aber sagen, ich habe es ein bisschen kippelig und intransparent ein bisschen von der Front her empfunden. Wie ging es dir da, Fauli? Also ich habe dann nach der Ducati empfunden, dass der Lenker einfach ein bisschen schmäler ist und höher. Daher auch für mich die gemütlichste von den dreien, die für mich in Frage kommen. Aber daher auch eigentlich meine Nummer 3. Also die anderen beiden taugen mir dann schon mehr. Tatsächlich auch, wie der Dennis schon gesagt hat, die Leistung kommt halt wirklich relativ spät. Aber es ist schon auch unten genug da, aber es ist nicht der Punch wie bei den anderen beiden Triumph und Ducati. Aber die Yamaha, man muss schon sagen, das ist halt wirklich ein seidiger, leiernder 1000er Motor, 999 Kubik oder was auch immer aus der R1. Und aber schon ziemlich zahm, natürlich so wie das vergleichbare Superbike, dann sehr spät eben die Leistung anlegen. Du musst das schon drehen, aber es macht Spaß, ist leiernd. Ja, hier ein bisschen hektisches Treiben im Hintergrund beim TÜV-Treff am Grunigell. Ja, jetzt werden schon über 100 Leute sein. Und ist ein bunt gemischtes Publikum da. Ich sehe Royal Enfield, sehe ich da, Leiwand EGS habe ich vorher schon gesehen. Einige Japaner auch mit dabei. Und was halt schon leiwand ist, du hast halt bei dem Motorrad ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, weil halt viele Ausstattungsmerkmale, die heute schon viel Kohle kostet, wie Traktionskontrolle, halt einfach noch nicht drin sind. Das Mechanische ist ja da, der Motor ist ja leiwand. Und wer auf die Ausstattung verzichten kann, hat da ein wahnsinniges Preis-Leistungs-Verhältnis. Oder was geht dir ab im Vergleich zum modernen Naked Bike, Fally? Also aber Traktionskontrolle, was kostet, stelle ich mittlerweile in Frage. Das ist ja nur mehr Elektronik, die aufs Steuergerät gespielt wird. Aber klar, an modernes... Ingenieure hackeln gratis, oder was? Ja, okay, die Entwicklung, das kostet was, das gebe ich zu. Aber wie gesagt, es funktioniert tadellos, auch ohne Schaltautomat. Man gewöhnt sich auch in die andere Richtung, finde ich dann sehr schnell. Ich gewöhne mich extrem schnell an einen Schaltautomaten, muss dann, wenn ich auf ein Motorrad ohne Schaltautomat umsteige, mir immer was ist denn das, da geht nichts. Aber du bist sofort auch wieder ungewöhnt. Und die ist einfach... Ich muss schon sagen, wie gesagt, die drei, die für mich in Frage kommen, die absolut harmonischste. Jetzt von der Sitzposition her die gemütlichste und von dem gesamten, von den Bedienungsgeschichten, eben die Schaltung und das Einlenken und so, obwohl, ja, das sind halt andere sportlicher, aber wenn ich touristisch fahren würde wollen, wäre es die ich nehmen würde. Da ich aber jetzt auf einen Pass raufgekocht bin, sind mir die anderen beiden lieber. Aber man muss auch sagen, die Optik, eine schwarze hat bei mir leider halt nie eine Chance, was mir aber jetzt Gott sei Dank noch einfällt. 1000 Tote für eine rote. Ja, in dem Fall schon. An Leo Vinci Auspuff. Ich meine, die sprotzt und brabbelt beim Gas zu drehen. Das ist wirklich ganz arg der Sound von dieser Yamaha und von der Triumph und von der Ducati, die sogar den Originalauspuff hat. Da, gut, ich habe Euro 4 schon verteufelt, aber bei Euro 5 können wir uns, glaube ich, auf was gefasst machen. Die alten Radeln sind angenehmen so Sound können wir uns dann gefasst machen. Nein, aber das ist auch noch angenehm. Das ist gerade so, das stört überhaupt nicht, wie die da beim Runterfahren, beim Gas. Das ist urgeil, traumhaft. Ja, bitte, deine Meinung? Na, meine Meinung ist fast so wie deine. also alles okay. Ich glaube, es ist sehr vieles gesagt worden. Über das Display, Cockpit und so haben wir uns noch nicht auslassen, dass das halt alles ein bisschen rudimentär ist. Trotzdem super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn man es jetzt vergleichen würde, ich würde sagen, es ist eine absolut attraktive Alternative zu einer aktuellen Super Duke zum Beispiel, zu einer, ich glaube, das ist vom Charakter her am ähnlichsten auch am Vorderrad orientiert, ein bisschen eine schlampige Sitzposition kann man einnehmen. Das könnte man so als ähnlichste moderne Variante ja, da irgendwie in Konkurrenz ziehen. Ja, gehen wir rüber zum Motorrad, das ins Herz fährt. Ein sehr emotionales Motorrad und ein Motorrad,
das konkurrenzlos ist, weil Ducati bis heute keinen echten Nachfolger nachgeschickt hat. Und wer sowas haben will, im Prinzip ein Motorrad so richtig, ja, zum richtig auf die Kacke hauen, eine Emotionsbrumme, Fauli, ich glaube, dir hat die wahnsinnig getaugt, oder? Also voll ins Herz gefahren und ich muss sagen, erstens muss ich sagen, mein Helm liegt endlich einmal richtig. Ein Jess Davis Helm hat ja auf einer Ducati auch wirklich Berechtigung. Voll ins Herz gefahren und die Liebe ist ein seltsames Spiel, weil ich würde sie hassen. Ich würde sie im Alltag wahrscheinlich umdreht hauen wollen, weil es mir so, Entschuldigung, am A geht, weil es echt unbequem ist, weil es ruckelt im niedrigen Drehzahlbereich. Auf der Fahrt zu dem Pass, wo wir dann raufgefahren sind, habe ich mir schon gedacht, Alter, die ist unbequem. Du sitzt wirklich am sportlichsten drauf. Du sitzt am unbequemsten drauf. Du musst halt diese typische Supersportler-Haltung einnehmen, dass du ein bisschen den Bauchmuckis anspannst, dass du nicht so auf den Ärmeln lehnst. Und dann den Pass hinauf hat sie mich voll und ganz entschädigt. Ich bin da jetzt oben angekommen und habe mir gedacht, jawohl, es ist doch die, die ich will, weil es so arglauernd gegangen ist. Und die hat nichts. Also die hat den ganz arglauernden Motor. Ich habe sie mit 154 PS in den technischen Daten, draufsteht 148. Das ist, weil Ducati damals, glaube ich, so viel gelogen hat und die haben immer ein bisschen herumgetan. Scheißegal, das ist der 1098er Motor, ja. Nein, 1099 Kubik hat es. Aber es ist der Motor, ja. Nein, das ist die normale, ohne S. Und die trotzdem, also Fahrwerk und so, absolut sportlich eingestellt und alles total schön. Und eben der V2, der desmotromisch ist, das reißt an wie eine Rakete. Eben der originale Auspuff klingt schon urleiernd. Und extrem gutes Gefühl in den Kurven. Ich habe mich so wohl gefühlt. Kein ABS, keine Traktionskontrolle, also keine Elektronik. Das Display, ja, wurscht, das kannst schlecht ablesen, aber das ist mir dann auch schon. Und schaut einfach. Also mir taugt schon, die Maske fahren ist nicht so meins, es war schon damals so, aber jetzt die Fahrerei wieder urleiernd und steigt auch schön auf. Und ich bin begeistert. Hat mir voll getaugt. Okay, also ich fasse zusammen. Irrsinnig unpraktisch. Alles, was die BMW kann, kann sie nicht. Aber am Pass kann es dann vieles, was die BMW nicht kann. Also ich habe trotzdem recht. Das ist ganz wichtig. Dennis, schau her, du bist ein junger Bursch und das ist so ein richtiges Männermoped, sagt man. Ist das was, was du das Gefühl hast, du hast das im Griff gehabt, ohne den ganzen elektronischen Helfern? War das für dich schön zu dosieren, schön zu fahren oder war die Angst größer als die Emotion? Nee, die Angst war nicht größer als die Emotion. Ich würde sagen, das ist insgesamt das radikalste Gerät, was wir hier stehen haben. Super, super sportlich. Das Fahrwerk ist so unglaublich straff. Ich finde, das Fahrzeug gehört eigentlich fast schon auf die Rennstrecke, kann man sagen. Ja. Insgesamt, ich fand, das Gas war super fein dosierbar. Ich habe mich eigentlich auf der Maschine wohlgefühlt. Aber ich muss auch ganz klar sagen, es wäre für mich nichts für den Alltag. Weil dafür ist sie mir einfach zu aggressiv, zu radikal, vielleicht auch ein bisschen zu charaktervoll, um es so auszudrücken. Aber wie Fauli schon gesagt hat, hier um den Pass damit hochzufahren, glaube ich, ist es mit das idealste Gerät. Und vom Design muss man ganz klar sagen, finde ich, ist es die spritzigste, die wir hier von allen Maschinen stehen haben. Ich meine, die ist super gealtert, die sieht nach wie vor super aus. Ich habe auch kein Problem mit der Maske, muss ich ehrlich sagen. Taugt mir super. Mir das ist kein Problem, die ist ja ein Mörder, oder? Naja, deswegen, ich finde die Maschine insgesamt ist super gelungen. Ich meine, die könnte rein theoretisch wahrscheinlich heutzutage sogar so noch verkauft werden und die würde super angenommen. Gefällt mir der junge Mann. Er hat vollkommen richtig das alles erzählt. Was sagst du jetzt ab sofort dazu? Bei dir im Büro. Ich sage dazu, dass das eine ehrliche Maschine ist. Du schaust sie an, dein Blick schweift von vorne nach hinten und du weißt, was du kriegst. Sie schaut so aus, wie sie fährt. Ein radikales, böses, aggressives Motorrad, keine weichgespülte Schmuggelpackung und der das kauft, kriegt das, was er bestellt hat oder sie. Deswegen absolut okay. Und wer was Zugänglicheres braucht, einfache Gasannahme, schön dosierbare Kupplung, der muss sich was anderes nehmen. Jetzt haben wir doch gute Nachrichten zum Schluss. Wir haben ein Motorrad in der Runde, was, ich sage mal, 5% weniger sexy ist wie das, 5% weniger komfortabel wie das und vielleicht ein bisschen nur teurer und unpraktischer wie die da drüben. Ein Motorrad, das alles kann und ich glaube, ein absolut toller Universal-Tipp ist. Oder Dennis, was sagst du? Diese Triumph Speed Triple hat doch wirklich alles richtig gemacht heute, oder? Ja, ist auch absolut mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann alles deutlich besser als die Yamaha. Gasannahme finde ich deutlich besser. Die Leistungsentfaltung kommt viel früher.
macht Spaß, die Maschine zu fahren. Fahrwerk ist super, ist nicht zu straff, ist nicht zu komfortabel eingestellt, ist eigentlich der super Kompromiss, finde ich. Ja? Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort. Da ist mir die Yamaha quasi schon zu sehr auf den Alltag ausgelegt, zu komfortabel, zu weich gespült, vielleicht auch ein Stück weit. Aber die Triumph eigentlich der perfekte Kompromiss. Ja? Die sehe ich ehrlich gesagt genau zwischen der Yamaha und der Ducati sozusagen, weil die BMW, die fällt ja für den Fauli und für mich raus. Hahaha. Ein bisschen koscher, der Kleine. He? Du, na, aber Triumph muss man sagen. Da sind wir zum Glück einer Meinung. Ein wahnsinnig tolles Motorrad. Und selbst jetzt, nach Jahren, es ist ein paar Jahre alt, sind ja einige neue Naked Bikes am Start. Ich meine, die kann locker mithalten, ist ein Traumgerät. Also, wie schon im Geschäft gesagt, die hat sich ja. Ich finde, dass sich die aktuelle nicht sehr von der entfernt hat. Und mir hat die auch wirklich voll getaugt. Also ich, wie gesagt, ich hätte eigentlich das Gleiche zu sagen wie der Dennis. Bei der Sitzposition, das stimmt. Da ist der Lenker gerade noch angenehmer als die Ducati. Der Sattel bei der Ducati, da rutscht man so nach vor. Also man muss echt dich dauernd ein bisschen abstoßen, dass du nicht mit dem mächtigen Gemächt da dauernd an den Tank kommst. Das heißt bei der Ducati. Wie willst du jetzt? Ja, von allen halt. Es glauben ja alle, dass sie sowas haben. Da ist die Triumph dann schon bequemer. Und auch bei ihr, es ist immer dieser schöne Mittelweg zwischen Brutalo 2-Zylinder und super sanft 4-Zylinder. Wobei man halt der Brutalo 2-Zylinder dann doch noch mehr taugt. Aber auch da der Sound von dem Aero-Auspuff, das ist ein Wahnsinn. Das hat auch immer so... Und dieser räudige 3-Zylinder-Sound, ich liebe das. Und ich muss immer wieder sagen, Sound ist dann schon sehr wichtig. Ich sage zwar auch, die Elektromotorräder, die haben eine Berechtigung, ist schon was Cooles. Aber wenn ich dann auf sowas sitze mit dem Sound... Und ansonsten, ja, 135 PS haben wir... Ich glaube, 111 Newtonmeter Drehmoment. 135 PS nur. Ich hätte meine Eier darauf verwettet, dass die stärker ist als die Yamaha, oder? Ja, es wirkt halt so mit dem Dreizylinder. Und weil halt die relativ spät kommt und durch den doch im Vergleich sanften Vierzylinder wirkt die halt, ja, bei mir ist das immer dann räudig, der Dreizylinder, der halt so röhrt und auch ein bisschen mächtiger ans Gas geht. Ansonsten hat die auch alles, was man braucht. Es ist im Übrigen diese schöne da, die gelbe, diese 94er Edition zum 20-jährigen Jubiläum der Speed Triple. 94. Das heißt die 94er. Ach so, weil es 94er. Ja, und trotzdem 2015 rauskommen. Urlustig, oder? Weil das ist ein Jahr verschlafen offensichtlich. Aber das finde ich sehr ordentlich. Anekdote. Und jedenfalls, ja, die Farbgebung ist auch ganz meins mit diesen Dingen. Also diese Felgenbahn. Ich wiederhole mich schon wieder. Aber wäre jetzt auch, wie beim Tennis, von der ansatzweise Vernunft und trotzdem viel mehr sportlich, sagen wir 80% Sport, 20% Vernunft, wäre es die bei mir, weil ich so ein Volltrottel bin, sind es aber dann trotzdem 90% Sport und 10% Vernunft. Ich würde die nehmen. Mach dich nicht schlechter als bist, es passt schon alles. Kurz, ja. Dennis, Entschuldigung, dass wir jetzt nicht für dich, du Deutscher, die deutsche Flagge aufgestellt haben, schwarz, rot, gold, sondern so durcheinander. Das tut uns jetzt echt leid. Das machen wir dann, wenn es wieder mal ein Fußballmatch gewinnt, gegen uns Österreicher, also nie. Ich glaube, wenn man so ein bisschen ein Resümee ziehen darf, wenn ich mal die Frechheit rausnehmen darf, diese K1200R ist ein tolles Reisemotorrad mit vielen Reiseattitüden. Den Komfort eines Naked Bikes nicht ganz so quirlig wie die anderen. Je mehr Gepäck, je länger die Tour, je schwerer wahrscheinlich auch die ganzen Passagiere, umso eher die K1200. Die Designfetischisten und diejenigen, die da wirklich Italo-Spirit genießen, Street Fighter ist immer noch das Original. Universaltalente hat man quasi zwei zur Auswahl, die FZ1 oder die Triumph. Und bei der Triumph hat man das Gefühl, dadurch, dass sie auch die jüngste ist im Feld, dass da wirklich fast nichts fehlt zu den aktuellen Naked Bikes. Und da stellt man sich im Sattel die Frage, wer braucht mehr? Als wir da beim Schauraum vom Hess Motorrad vorbeigegangen sind, an 30.000 Franken Motorrädern mit allen aufmagaziniert, da steht diese Speed Triple R um leistbare Knete mittendrin und strahlt mit diesem geilen Gelb einfach raus und macht irrsinnig was her. Auch jetzt da, wenn ich mich da umblicke, bei diesem TÜV-Treff hier im Gurnigl. Ein wunderbares Motorrad. Ich hoffe, wir haben euch da ein bisschen inspirieren können, dass Motorräder nicht immer 20.000, 30.000 Franken kosten müssen, um irgendwo was Extremes abliefern zu können. Da haben wir noch ein paar Exemplare, die wirklich großartig fahren. Würde mich jetzt aber interessieren, wie ihr die vier Eisen seht. Wie seht ihr die vier Eisen? Habt ihr Tipps aus euren Erfahrungen mit den vier Motorrädern? Vielleicht sogar selber. Ja, vielleicht ist es wer gefahren und würde uns wirklich freuen, wenn ihr da eure Erfahrungen unten drunter postet. Reifentipps, Zubehörtipps, Erfahrungen mit den Motorrädern. Worauf muss man aufpassen? Beim Gebrauchtkauf, wir müssen jetzt Schluss machen, weil wir holen uns da drüben jetzt eine mächtige Bratwurst und schauen uns die leibenden Eisen an, da beim TÜV-Treff am Gurnigl. Tschüssi! Ciao.
Ja, meine Lieben, einen kleinen Daumen rauf brauchen wir bitte. Warum brauchen wir den? Man soll sehen, dass Motorräder unter 10.000 Euro auch für Furore sorgen. Die Hersteller schauen sich unsere Videos an, sehen dann immer irgendwelche 20.000, 30.000 Euro Motorrallen mit 2.000, 3.000 Daumen rauf. Und wenn dann irgendwo die 10.000 Euro Motorrallen sind, dann gehen die ein bisschen unter. Haut ein paar Daumen rauf unten drunter. Die Hersteller sollen sehen, 10.000 Euro, 10.000 Franken Motorräder braucht das Land viel mehr. Daumen rauf für 10.000er Bikes. Und was ich auch noch sagen wollte, dass euch die Angebote, die diese Empfehlungen von uns da leicht aufs Handy holt. Wir haben unsere neue Marktplatz-App und da haben wir speziell für diese Videoserie heute eine eigene Collection zusammengestellt. Das ist eine 1000 PS Marktplatz-App. Sucht ihr die Top Naked Bikes zum halben Preis, habe ich was zusammengestellt und das sind dann aktuelle, tagesaktuelle Angebote wie die hier vom Hess Motorrad mit drin in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Könnt ihr in der App auswählen, euer Land und dann kriegt ihr dann frische Preise, frische Ware immer auf euer Mobiltelefon serviert mit einem schönen lächelnden Gesicht von mir. Aber du musst dann auch noch Collections zusammenstellen. Erstmal will ich unter den Nagel die Collection. Nein, von mir kriegt es das Lächeln.